Hallo Leute, willkommen bei Anno 1800. Dies ist Teil 17. In der letzten Folge haben wir hier die Farmen ganz erheblich erweitert. Die produzieren jetzt lauter Sachen, vor allem Sachen, wo sie am Schluss einsüffeln können. Also Schnaps, Rum und so weiter und so fort. Und dann sind sie aber offenbar deutlich zufriedener. Jetzt gucken wir mal, ob sich die Zufriedenheit schon etwas breit macht. So. Achso, das ist noch eine Farm. Ich meinte jetzt. Wenn ich dran bin, sage ich nein, danke zum Himmel. Er ist euphorisch. Super gut. Ja, prima. Nur die Zeitung gefällt ihm nicht. Wenn wir hier fertig sind, können wir Hasen jagen. Tja, ehrlich oder nicht ehrlich? Da hast du die Wahl. Ja. Ich meine, das Feuer ist längst gelöscht. Ich habe die Häuser neu aufbauen lassen. Und du lässt dich von der Zeitung entmutigen. Soll ich da irgendwie banales Zeug reinschreiben? So von wegen, ja, was weiß ich, so kraulen sie ihren Hund richtig, damit er glücklich ist, oder sowas in der Art. Kaufen sie Staubsaugerwisch weg, damit ihre Bude immer schön sauber ist. Sowas, soll das da drin stehen? Oder willst du die Wahrheit? Ja, aber er ist euphorisch. Da kann man jetzt nicht meckern. Da werde ich jetzt auch mein Verhalten nicht ändern. Sehe ich überhaupt nicht ein, die Zeitung zu manipulieren. Das passiert in echt schon genug. Jetzt sollten wir hier dieses Hacienda-Erweiterungswunder auch auf unseren anderen Inseln machen. Nehmen wir El Espino. Ja, da haben wir immerhin schon zwei Fischfabriken. Ja, und die Hacienda ist, glaube ich, deutlich kleiner. Und da haben wir hier dieses etwas verrückt aussehende Muster gebaut. Wie ist der Umkreis? Ja, da könnte ich hier noch praktisch einen Weg lang machen. Und dann hier noch eine Reihe von Farmen hinbauen. Die dann ihre Felder nach darüber haben. Ja. Aber räumlich ist das hier alles ein bisschen knapper. Weil der Fleckenland nicht so groß ist. Man könnte hier raus vielleicht noch ein bisschen Farm machen. Und auch in die Richtung. Ja, und die verschiedenen Brauereien für die Bevölkerung könnte man dann ja hier so rumgruppieren vielleicht. Wo wohnen denn unsere Obreros? Ah, die wohnen hier und hier wohnen die Arbeiter. Ja, gut. Und dies, da haben wir hier zwei Streifen, hier einen, da zwei. Für jede Farm immer nur. Ne, das sind zwei getrennte. Okay. Und das hier sind, glaube ich, auch getrennte. Mal gucken. Ah, nee, die haben diese Fälle. Und die gehen tatsächlich mit zwei Bahnen darüber. Man hätte das auch anders machen können. Jeweils nur mit einem Streifen. Dann hätten wir uns mehr nach da hinten ausweiten können. Und was baut ihr alles an? Klicken wir mal einzeln durch. Gewürze. Da habe ich das wohl kapiert mit den Gewürzen. Kaffee. Kakao.
Zuckerrohr, Mais und nochmal Zuckerrohr. Dann brauchen wir noch Kartoffeln und ja, jede Menge anderes Gedöns. Ich denke mal, Hacienda Straße haben wir noch was. Dann mache ich bis hier hoch, Hacienda Straße. Und da quer rüber mache ich dann normale Wege. So. Erstmal nur. So. Hier wird es ein bisschen knapp. Da mache ich vielleicht die Farmen mehr quer rum. So. Ich habe doch schon alle Volkslieder gespielt, die ich kenne. Oh, das ist gut, das ist sehr gut. So, hier, die machen wir jetzt wieder hochkant, denn hier hört jetzt das Hacienda-Land auf. So. Gut. Das will jetzt wohl überlegt sein. Dann werde ich hier dieses Stück Straße wegmachen. Ja, und um das optimal auszunutzen, hätte man das hier auch alles ganz anders machen können. Weil dann hätten wir bis hier hinten gehen können. Aber ich übe ja noch. So. Dann machen wir dies hier. Erstmal gucke ich, was denen noch so fehlt. Ich hatte es nie leicht. Eine Kirche willst du gerne. Und oh, die könnten wir einfach hier hinsetzen. Ihre Majestät baut darauf, dass ich jeden verhafte, der die königliche Ordnung beschmutzt. Sie eingeschlossen. Na, das hätten sie wohl gern. Wollen sie mich jetzt verhaften, oder wie? Ich bin aber in Südamerika. So. So stolz war ich schon lange nicht mehr. Ja, der hat auch ein Zeitungsproblem. Aber er ist zufrieden. Ihm fehlt nur der Schnaps. Und zu wenig Chili-Soße. Das ist verständlich. Und die haben hier immerhin genügend Bananen. Aber das kann natürlich dann auch knapp werden, wenn es mehr wird. Ich weiß, dass wir noch mehr tun können. Ach ja, und ihr wollt auch noch Atole und... Ihr wollt schon Kaffee? Ah ja, interessant. Und natürlich Tortillas. Ja, ich arbeite dran. Wir machen jetzt erstmal die Sachen, die wir hier auf der Farm machen können. Und die Rinderzucht, die fangen wir dann später an. Eins nach dem anderen. Was wollen die hier noch? Die wollen tatsächlich auch Ich werde Boxkampf. Weiterhin nach Freiheit für alle streben. Das ist gut, das ist sehr gut. Boxkampfarena. Könnte man hier hinstellen. Hier ein Weg. So. Machen wir hier noch so einen Querweg. So. Und dann kommt hier erstmal eine Boxkampfarena hin. Uiuiui, die nimmt aber viel Platz ein. Und dann können wir da noch ein Obrero-Häuschen hinmachen. Okay, jetzt dürften sie diesbezüglich aber sehr glücklich sein. Ja. Wird schon besser. Da können bis zu 40 wohnen. Ich meine, diese dichtere Bewohnung heißt ja auch, die leben in den Haciendas zusammengepferchter. Ich könnte mir vorstellen, dass wenn ich
südamerikanischer Herkunft wäre, dann würde ich hier vielleicht mit diesem Hacienda-Pack so meine Probleme haben. Aber ja, ich kenne mich erstens gar nicht genug aus mit der Thematik und zweitens bin ich davon ja auch nicht betroffen, sondern für mich als Anno-Spieler ist das hier eine deutliche Verbesserung mit der Hacienda. Jetzt bauen wir hier mal Mais an. Erstmal. So, das braucht man ja für mehrere Sachen. Dann fangen wir hier unten an. So, wunderbar. Gut. Und ich habe natürlich schon wieder vergessen, was hier alles wächst. Gewürze. Kaffee. Kakao. Zuckerrohr. Auch schon Mais. Und nochmal Zuckerrohr. Ob wir dann genug Zuckerrohr haben, ist die Frage. Getreide brauchen wir noch. So. Für das Bier, das die ja auch haben wollen. Und Kartoffeln. So. Und wenn man jetzt denkt, oh, Kartoffeln ist zu urdeutsch für Südamerika. Kartoffeln stammen ursprünglich aus Südamerika. So. Ja, das klappt doch gut. Und hier machen wir jetzt Kartoffeln. Also bei Chili hat man das irgendwie ziemlich deutlich im Kopf. So. Dass das irgendwie, ja, was südlich, tropisches und so weiter ist. Aber bei Kartoffeln, da hat man sich so dran gewöhnt. So, jetzt mache ich das vielleicht hier so. So. Und hier. Ja, das sind schon lustige Feldformen. So, und hier. Irgendwas hatten die noch ein bisschen wenig. Ist die Frage, ob die Chili-Soße für alle reicht. Nein, anscheinend nicht. Und Chili-Soße wird hier produziert. Und hier wird Rum gemacht. Da brauchen wir auch noch viele, viele neue Brauereien. Und jetzt gucken wir mal hier. Ach, und hier kann man gar nicht sehen, was hier drin gelagert ist. Da müssen äußerst verheißungsvolle Karten liegen. So, später, mein Lieber, später. Ich muss mich jetzt hier erstmal um Südamerika kümmern. Chili. Chili-Soße. Das sind die Kaffeebohnen. Wo sind die Chilis? Hm? Da. Nee, das ist Paprika. Da unten. 23. Okay, das ist nicht viel. Also bauen wir noch mehr Chilis an. So. So, und da sneaken wir jetzt hier so rum. Mit einem Feld, weil... Oh, das wird knapp. Das wird sehr knapp. Das reicht nicht. Da muss ich hier... Sorry... Hier muss ich euch noch was weglöschen. Ich ersetze euch das.
So, keine Sorge. Da kommt hier noch was dazu. Hier ist sowieso noch so ein bisschen Leerraum. So. Und jetzt... Keine Felder, keine Arbeit. Ja, das ist mir schon klar, mein Lieber. Ich arbeite dran. Das mache ich jetzt hier auch mal weniger. Denn man könnte ja theoretisch hier noch ein, zwei Farmen hinstellen. Da muss man das hier auch so, die Felder so rumschlängeln. So. Und jetzt schleichen wir hier so ganz vorsichtig hoch. Das ist auch nur für eine weitere Farm ausreichend. Also nochmal löschen. Sorry, meine Lieben. So, und hier. Jetzt müsste das reichen. Ihr kriegt Ersatz. Hier hinten haben wir noch jede Menge Land. So. Und jetzt mache ich doch dieses hier zurückhaltender. So. Und schlängel hier so ganz behutsam. Drumherum. Jawohl. Super gut. Also, wir haben jetzt hier nochmal Chili angebaut. Kakao haben wir. Für dieses Atole braucht man, glaube ich, was nochmal? Ich baue einfach nochmal zusätzliche Brauereien und dann sehe ich das da auch. 5 brauchen wir, glaube ich, insgesamt. So. Dann lasse ich hier noch Platz für Wege. Ne, das ist dann hier ein bisschen blöd. Kann ich das drehen? Ist auch nicht viel besser, aber etwas besser. So, und dann machen wir jetzt offizielle Steinwege. So, nicht. Huch, so. Oh, hier bei der Hacienda habe ich überhaupt keinen Brunnen-Celebration sonst was Platz. Da wollte ich eigentlich hier Platz lassen. Aber gut, man könnte ja auch hier bei dem Boxkampf, bei der Boxkampf-Arena noch einen Springbrunnen hinpacken oder so. Ja, dann gucken wir hier jetzt mal. Wir haben Rum und Chili-Soße. Machen wir jetzt noch Bier. Da braucht man Getreide und Mais. Und hier braucht man für das Atole Mais und Zuckerrohr. Also wie für Rum plus Mais. Aber wir müssen noch mal Mais anbauen, wie mir scheint. Denn man braucht Mais hier echt für vieles. Und für Schnaps braucht man, glaube ich, nur Kartoffeln. Okay. Dann bauen wir hier nochmal Mais an. Und dann schauen wir, ob sie damit auskommen. Und da schleichen wir auch hier so hoch, dass wir eventuell daneben noch was hinstellen können. Und hier wird schon knapp. Ja. Ist die Frage, ob da noch ein... Das ist hier alles rot. Keine Anbindung. Oh.
Ich denke mal, da kann man nicht noch eins dazwischen bauen. Da hätte ich dann hier schon mehr schlängeln müssen. Also wenn ich da noch was hinpacken will, muss ich noch mal erheblich umbauen. Eine Krankheit ist ausgebrochen. Oh. Na, da müssen wir uns gleich mal drum kümmern. In El Espino. Ah, ausgerechnet da, wo wir gerade sind. Ja, da müssen wir ein Krankenhaus bauen. Ich hoffe, wir haben die ganzen nötigen Baumaterialien. Wo ist denn die Krankheit aus? Machen wir sie hier hin, das Krankenhaus. Und machen hier einen schönen Weg. So. Vielleicht hier auch nochmal. Wäre sinnvoll. Und dieses kleine Wegfitzelchen hier weg. So, gut. Nicht umdrehen. Die Seuche. Ja, na, gucken wir mal. Oi, 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 oi. Schlimm, schlimm, schlimm. Die Schwaden, die giftigen. Da ist der Weihnachtsmann und liest irgendwas vor. Und ihr seid hier alle krank und niemand hilft euch. Schrecklich. Die Seuche im Paradies. Hast du etwas Kleingeld, Amigo? Kleingeld? Das ist doch jetzt hier keine Frage. Hier geht die Seuche um. Jetzt gucken wir mal, was das Krankenhaus so sagt. Ob die jetzt hier jemand ausschicken. Ja, das ist doch gut. Da wurde schon einer geheilt und hier fährt jetzt der Arzt vor. Mit seiner modernen Kutsche. Jawohl. Und da wird fleißig gebetet. Du wirst deine Sonntagskleider brauchen. Das hilft bestimmt. Ja. Ja, mehrere. Wohlbeleibte Ärzte sind im Einsatz. Und er ist geheilt. Wir könnten Regen brauchen. Na, wunderbar. Ja, das sieht doch gleich schon viel besser aus. Und du, Herr Weihnachtsmann? Jetzt gucke ich nochmal, ob es wieder Feuerwerk gibt, wenn ich hier in die Luft springe. Also wenn ich auf Enter gehe. Oh ja. Gut. Und er hat aber immer noch seinen Stern über sich. Und wenn ich hier rausgehe aus der Sicht. Die Epidemie wurde besiegt. Na super. Dann ist da, glaube ich, kein Weihnachtsmann mit Stern. Ne, auf jeden Fall sehe ich keinen Stern. Hast du so lange geschlafen? Ich glaube, ich war hier. Na, das sieht schon irgendwie malerisch aus, aber schon auch sehr arm. Kein schlechter Ort für den Lebensabend. Gut, und ihr habt genug, wie man sieht. Das ist sehr schön. Ja.
Man kriegt aber schon den Eindruck, dass die möchten, dass man die Zeitung fälscht. Ja, meine Frage an euch. Was haltet ihr von Zeitung fälschen? Also Zeitung fälschen, damit meine ich, dass man negative Nachrichten praktisch wegmacht und stattdessen irgendwelche belanglosen Nachrichten schreibt. Irgendwie sowas wie der Dackel von Frau Müller ist weggelaufen und wurde wiedergefunden. Sowas in der Art. Halt irgendwas ein belangloses Zeug. Damit die Leute zufriedener bleiben. Oder soll man auch unangenehme Wahrheiten, jetzt hier natürlich bezogen auf Anno, mit ein klein wenig Nebengedanken an die reale Welt. So, ja, ich fürchte, hier kriege ich nicht noch eine Felderlinie hin. Habe ich nicht intensiv genug umgezackelt. Aber wenn ich hier alles nochmal aufdröseln, müsste es gehen. Dann sollte ich aber auch hier das aufdröseln, denn das hier ist schon mal eine große Verschwendung. Das Ganze hätte man anders machen müssen. Aber sie produzieren jetzt ja ganz ordentlich. Und mal gucken. Ja, ich könnte ja auch hier noch ein paar Farmen hinstellen. Die müssen ja gar nicht im direkten Umkreis der Arbeitergebäude sein. Können dann hierhin erweitern und da könnte man schon was machen. Jo. Ich denke mal, fürs Erste haben wir die hier auch halbwegs zufrieden gekriegt. Mal gucken, ob das auch stimmt. Bis auf die Zeitung natürlich. Ja, Chili-Soße wird schon mehr. Ich denke mal, das wird auch noch besser. Und die hier... Wer könnte zum Vorbild werden? Ja, die ist relativ zufrieden. Sie hat jetzt auch das Atole, was sie haben will. Vielleicht sollte ich noch eine Chili-Soßenfabrik hinstellen. Braucht ihr eine? Ich glaube fast ja. Und dann sollte ich, wenn ich dann mit der dritten Insel durch bin, überall noch Rinder züchten, damit sie auch ihre Tortillas kriegen. Und hier mache ich jetzt auf die Schnelle noch Wir eine. Wären dann soweit. Ach, toll. Ja, Kuchuchu hat sich gehen lassen. Dabei habe ich noch nicht mal Dünger hingepackt. Ja, und keine Tortillas mehr. Wir hatten noch nie Tortillas. Ich veröffentliche das mal so. Dann werden sie noch unzufriedener sein mit der Zeitung. Es ist dann auch so eine Sache. Wenn die Bevölkerung die Wahrheit nicht hören will, fängt man an, sie zu belügen. So, und hier machen wir jetzt nochmal Chili-Soße. Jawohl. Und ihr habt nicht genug Chilis. Vielleicht kommen die ja noch, die Chilis. Müssen ja erst gebracht werden. Und sonst muss ich hier das ganze Farmkonzept nochmal überdenken. Aber als Nächstes werden wir uns dann in den dritten Ort begeben. Denn die brauchen natürlich auch noch eine vergrößerte Hacienda. Oh, und was ich euch auch noch fragen wollte. Es gibt ja auch noch so eine Kampagne mit Silberschürfen. Und irgendwie sehr schwierig mit
einer dürren Umgebung. Und erstmal ist alles ganz oll und vertrocknet und verbrannt, glaube ich auch. Und also das ist mehr so eine Art Challenge, wo man dann auch immer Silber abliefern muss. Und es schwierig ist, überhaupt zu überleben. Das ist hier all auch mit dem... All die sagenhaften Länder existieren wirklich? Ist auch mit diesem DLC gekommen. Und da würde ich gerne von euch wissen, ob euch das interessiert und ob ich das auch mal spielen soll. Und wenn ja, wann ich das spielen soll. Also wie weit ich hier mit den Haciendas gehen soll, bevor ich mich vielleicht irgendwie einer anderen Aufgabe zwischenzeitig widme. Weil diese Silberinsel ist, glaube ich, eine zeitlich begrenzte Sache. Da baut man nicht ewig dran weiter, sondern ja, man versucht sich dem zu stellen und wenn man das geschafft hat, dann kehrt man wieder zu seinen bisherigen Inseln zurück, so ungefähr. Jo, das würde mich interessieren, ob ihr da was sehen wollt. Ich glaube, das heißt der silberne Käfig oder so ähnlich. Okay, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.